Blaskovich. I'm here, Kessler. What's your status? Status is airborne. I took over at Zeppelin, flying it to Berlin to spread the flyers. You're crazy as a loon, Kessler. I know I will not make it out alive. It's a strange feeling to meet your end with determination. I feel a sense of, what's the word? Glückseligkeit, bliss. I hope that someday you will know this too. I hope so too.
Geräusche aus der Altstadt gehört. War das vielleicht der Amerikaner, über den Helga mit Herrn Schreiner gesprochen hat? Ich denke nicht. Er muss schon tot sein. Wahrscheinlich sind das diese untoten Dinger. Warum müssen wir hier oben festsitzen, während diese Dinger im Dunkeln lauern? Hast du etwa Angst, Hans? Vielleicht. Hast du gesehen, was sie mit Fritz gemacht haben? Ich konnte Fritz leiden. Aber er hat's nicht anders verdient. Ah! Geräusche aus der Altstadt gehört. War das vielleicht der Amerikaner, über den Helga mit Herrn Schreiner gesprochen hat? Ich denke nicht. Er muss schon tot sein. Wahrscheinlich sind es... Alarm! Verstärkung! Verstärkung ist unterwegs, Kommandant! Thank you.
zweite Befragung von Patient Nummer A12, Michael Lehmann, zur verlorenen Karte von König Otto. Hallo Michael, wie geht's Ihnen heute? Ich habe Kopfschmerzen. Kopfschmerzen? Ja. Sehr stark? Ja, ich... Das muss von den Medikamenten kommen. Tut mir leid, Michael. Es ist zu Ihrem Besten, das verstehen Sie doch. Stört es Sie, wenn ich bei unserem Gespräch Wein trinke? Nein, das stört mich nicht. Also, bevor unser letztes Treffen unterbrochen wurde, hatten Sie von einer Karte gesprochen, richtig? Ich denke schon, ja. Gut. Warum erzählen Sie mir nicht, wie Sie diese Karte gefunden haben? Bitte, also haben Sie keine Angst, ich stehe auf Ihrer Seite. Also, mir war damals schon längere Zeit aufgefallen, dass einer der Töne der Kirchenorgel verstimmt war. Immer wenn ich die Taste drückte, gab die Orgel ein seltsam pfeifendes Geräusch von sich. Mehrere Kirchenbesucher hatten sich deswegen schon bei mir beschwert. Als ich dem Priester davon erzählte, sagte er, dass es nicht auffallen würde und ich mir keine Sorgen machen bräuchte. Irgendwie kam mir das seltsam vor und ich wurde misstrauisch. Der Priester stammte aus einer Familie mit weit zurückreichenden Verbindungen zu Wolfsburg. Er war angesehen und hatte großen Einfluss auf die Stadtpolitik. Ich wusste, dass er Geheimnisse von Wolfsburg kannte, von denen niemand sonst wusste. Also blieb ich eines Abends nach dem Gottesdienst da, um zu sehen, was der Priester tat. Ich versteckte mich in einer dunklen Nische und beobachtete, wie er zu meinem Arbeitsplatz ging und die Klappe an der Orgelpfeife öffnete. Er griff suchend mit der Hand hinein, bis er ein altes Pergament herausholte. Ein sehr altes. Er legte es vorsichtig in einen Koffer. Dann verließ er die Kirche. Ich folgte ihm nach draußen. An jenem Abend waren viele Leute wegen traditioneller Feierlichkeiten unterwegs und ich konnte ihm leicht folgen, ohne dass er mich entdeckte. Er ging durch die Altstadt bis zur alten Kirchenruine. Als ich die Kirche betrat, war er gerade mit einem Spaten den Boden neben einem der